Servus miteinander, da ist der Martin im Auftrag von OLED. Ich darf euch heute ein bisschen was zum Mehrzähl erzählen. Zuallererst muss ich mich aber für meine Stimme entschuldigen. Mir hat letzte Woche der Virus ins Bett gebracht und so hundertprozentig ist es noch immer nicht in Ordnung. Wenn ihr also irgendwelche Fragen an mich habt, sei es, ich habe jetzt irgendwas vergessen zu erklären oder ihr hättet gerne ein Foto von einer der neuen Lampen im Vergleich mit einer alten Lampe, die ihr schon daheim in eurer Sammlung habt, schreibt's mir. Den Link zu meinem Facebook-Profil findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Dort unten könnt ihr natürlich auch gleich den Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben, falls es euch gefällt. Und auch die Links zu den verschiedenen Social-Media-Plattformen von OLED sind dort aufgelistet. Da gibt es immer verschiedene Veranstaltungen, Gewinnspiele und auch den Newsletter. Den solltet ihr auf jeden Fall abonniert haben. Der Sale startet für die VIPs, also Kunden mit Silberstatus oder darüber, am Mittwoch, den 23. um 10 Uhr. Am Donnerstag, den 24. um 10 Uhr, öffnen die Pforten vom Shop dann für alle bis Freitag um Mitternacht, also 23.59 Uhr, da ist es dann vorbei. Natürlich gibt es auch wieder am Donnerstag und am Freitag um ab 20 Uhr jeweils einen 4-Stunden-Sale. Und nicht nur die Aufmerksamen unter euch haben sicherlich entdeckt, vor mir stehen die Neuigkeiten zum Sale. Einmal die Swivel, eine Arbeitsleuchte mit 400 Lumen, in Gelb gibt es jetzt. Da hat sie versteckt das neue Opry, ein Multifunktionstool mit 4mm Bits drinnen. Dort von oben ist ein 4mm Bithalter, Floschenöffner und ein paar andere Funktionen noch dabei. Die gibt es als besonderes Goodie in einer Aktion zur Boulder Pro dazu, zur Waffenlampen. Und dann gibt es eine neue Farbe, Waldgrün nennt sich das. Da gibt es einmal die Perun 2 mit bis zu 2500 Lumen in einem knackigen Grün mit Farbverlauf ins Schwarze hinein und ein bisschen dezenter die i5R mit bis zu 350 Lumen und die Sika 3 Pro mit bis zu 4200 Lumen. Da beginnt das Grün deutlich dunkler, eher an das OD Green, angelehnt. Auch darunter Farbverlauf in Schwarze, die schauen schon wirklich gut aus. Wenn ihr Fragen zu den technischen Details der ganzen Lampen habt, schreibt es mir ganz einfach oder kommentiert es einfach unter dieses Video, beziehungsweise ich werde nächste Woche sicherlich das eine oder andere Video noch machen oder einen Livestream und auch da bin ich für euch da, um eure Fragen zu beantworten. So, dann schauen wir uns die ganzen Angebote mal im Schnelldurchlauf an. Die Boulder Pro Waffenlampe für die Faustfeuerwaffen, weißes Licht, grüner Laser, gibt es in Schwarz oder in Desert 10, jeweils um 20% günstiger, nimmt man sie im Kit mit dem Opry dazu, dann gibt es 35%. 25% gibt es auf die Sika 3 Pro in Waldgrün, 35%, wenn man die i5R in Waldgrün dazu nimmt. 25% kann man sparen auf die Perun 2 in Minzgrün oder in Schwarz. 30% gibt es, wenn man sie mit einer Swivel in Gelb kombiniert. Die Sika 3 in Schwarz oder in OD Green gibt es jeweils um 20% günstiger. 25% sparen kann man, wenn man jeweils eine i3E entweder in Schwarz oder in OD Green dazu nimmt. Ich habe da das Beagle in Schwarz, ein Einhandmesser. Das gibt es auch in Oliv, kostet jeweils 20% weniger. Und auch 20% günstiger ist es, wenn ihr das Swivel in Gelb als Einzelprodukt kaufen möchtet. 35% gibt es auf dieses Set, eine Omino-Ladestation mit 4 Obal Multicolor in Schwarz, Rot, Orange und Blau. Multicolor bedeutet, die Lampen können zwei Helligkeitsstufen weiß, rotes, grünes und blaues Licht, rot blinken und zwei verschiedene Farbmischmodi. Und das Omino eignet sich natürlich nicht nur, um die Obalbs aufzuladen, sondern da passt so gut wie jede Lampe, die einen magnetischen Ladeanschluss von OLED hat, auch drauf. Eignet sich super, einerseits um wenig Kabelsalat zu haben und andererseits auch als nettes Display. 20% sparen kann man bei der i5R in Waldgrün, Kupfer, Violett, Schwarz. Die i5T, das alte, nicht wieder aufladbare Modell, auch da gibt es 20%. Die kommt dann, glaube ich, sogar unter 30 Euro. Und wenn man noch mehr sparen will, 35% gibt es auf ein Set von 5 i5R. Da kommt dann die rote noch dazu. 35% sparen kann man auch auf dieses New Product Bundle. Perun 2 in Minzgrün, Sika 3 Pro in Waldgrün
und die Swivel in Gelb. Ein Angebot für Neukunden, wenn ich das richtig verstanden habe, die i1 R2 Pro in Schwarz, ein Open Mini in Orange und eine i5 R in Rosenrot, 35% gibt es auf dieses Set. Die Lampen zu den beiden Support-Sales habe ich jetzt da stehen. Am Donnerstag von 20 Uhr bis Mitternacht um 35% günstiger. Die Archer, das ist eine Projektionstaschenlampe, 1000 Lumen, Reichweite über 500 Meter. Und dazu gibt es ein O-Tool geschenkt. Und am Freitag 35% vergünstigt, auch von 20 Uhr bis Mitternacht. Die Freya, die hat nicht nur weißes Licht, die hat auch zusätzlich eine rote, eine grüne und eine blaue LED drinnen. Auch da das O-Tool gratis dazu. So, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Falls ihr ein Like da lassen würdet, das hilft mir persönlich sehr viel weiter und natürlich auch OLED. Bei Fragen kontaktiert mich, entweder Kommentar hier unter dem Video hinterlassen oder schreibt es mir über Facebook. Ansonsten sehen wir uns sicherlich in der OLED Österreich Facebook-Gruppe oder auf einem der anderen Kanäle. Danke und wir sehen uns spätestens nächste Woche.